So geht's. Ja. So geht's. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach dieser Heiterkeit erschütternde Neuigkeiten. Christoph Sieber hat seine Renteninformation zugestellt bekommen. Jetzt bitte, jetzt dramatisier das mal nicht. Ich freue mich auf die Rente. Ah, sieht's finanziell so gut aus. Nee, das nicht, aber alles besser, als mit dir hier die Sendung zu machen. Boah, du bist sehr witzig. Aber was viele ja nicht bedenken, die Summe auf ihre Renteninformationen, so vielversprechend die auch manchmal klingen mag, die kriegen sie nicht ausgezahlt. Wieso, weshalb, warum? Das klären wir in unserer brandneuen Spielshow. Herzlich willkommen zu Wer wird Pensionär? Nee, komm mal. Moment. Nee. Was pensioniert ist? Pensionär, das ist ja nicht ganz richtig. Was ist das nicht ist richtig? Ja völlig falsch. Es geht ja gar nicht um Beamte, sondern es geht um den normalen Rentner, den Arbeitnehmer. Ja, aber da sieht man, dass du von Showgeschäft keine Ahnung hast. So funktioniert der Wortwitz doch überhaupt nicht. Pensionär, Millionär. Wer wird Rentner? Das klingt ja nicht nach großer Show. In Rente zu gehen ist auch keine große Show. Das ist meist ein bitterer Abstieg. Okay, also machen wir es nochmal. Komm, und. Herzlich willkommen zu Wer wird Rentner? Heute zu uns gekommen ist Dieter Finke. Dieter Finke. Komm her zu uns, Dieter. Ja. Komm her, Dieter. Dieter ist von Beruf Maschinenschlosser. Ja. Und nach 45 Jahren, also in ein paar Jahren, wird er in Rente gehen. Und seinen Helm an den Nagel hängen. Applaus! Dieter. Hier. Wir haben uns was mitgebracht. Hier ist meine Renteninformation. Oh, Glückwunsch, Herr Finke. Sie verdienen als Schlosser rund 2500 Euro netto. Ja, ist eine harte Arbeit. Und Sie erwartet in einigen Jahren eine Rente von 1370 Euro. Applaus! Ja, danke. Danke. Wobei, ja, auf der Renteninformation draufsteht, durch Anpassung kann sogar 2% mehr sein, also 1800 Euro, ja. Nicht so schnell, alter Mann. Was ist das so meins? Na, da schlägt erstmal die Realitätsklatsche zu. Was? Es gehen nämlich rund 11% Pflege- und Krankenversicherungsbeitrag ab. Und natürlich müssen Sie das zum Teil auch noch versteuern. Da gehen auch noch mal ein paar Prozentpunkte runter. Aber der Rest ist dann mein... Was ist noch? Ja, blöderweise liegt die Rentenanpassung unter der Inflationsrate. Da wird die Rente noch mal weniger! Oh. Und deshalb kommen wir nun zu Ihrer Rente. Die beträgt tatsächlich ganze 990 Euro! Das ist ja fast 400 Euro weniger als auf dem Bescheid. Ja, davon kann doch keine Sau leben. Ja, die Sau muss ja auch nicht davon leben, sondern Sie, Herr Finke. Aber nicht traurig sein, Sie sind nicht allein. Wer heute Mindestlohn bekommt, hat selbst nach einem kompletten Arbeitsleben keine Rente, die über der Grundsicherung liegt. Aber sowas ist doch eine Sauerei. Ja, und auch bei einer Sauerei kann man noch Schwein haben. An unserem Glücksrad. Oh. Hier können Sie Ihre Rente aufbessern. Oh. Drehen Sie mal. Sehr gut. Ah. Ui, was für ein Pech. Was für ein Pech. Sie schaffen es nicht, bis 67 zu arbeiten. Da ist dann natürlich eine Lücke. Aber das ist der Rücken. Ich kann nicht so lange. Aber das müssen wir natürlich von der Rente abziehen. Ich dachte, ich könnte hier was dazu verdienen. Ja, Sie haben ja noch mehrere Chancen. Drehen Sie mal. Ui, was für ein Pech. Was? Die Mieten steigen ja schneller als die Renten. Das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Wissen Sie was, ich habe keinen Bock mehr. Oh, bitte nicht den Kopf hängen lassen, vor allem nicht im Alter, sonst haben Sie nicht nur Rücken, sondern auch Nacken. Drehen Sie ruhig nochmal. Ja, komm. Spannung, Spannung, Spannung. Ja, herzlichen Glückwunsch! Jawohl! Kriege ich jetzt mehr Rente wegen der Kinder, oder? Sie sind so bezaubert, nein. Aber Sie kriegen nichts abgezogen. Was? Ja, wegen Ihres Penis. Was hat denn jetzt mein Penis? Ja, wären Sie eine Frau und hätten Kinder bekommen, wären dann Hausfrau gewesen, hätten anschließend nur noch Teilzeit gearbeitet. Das hätte reingehauen. Frauen bekommen im Schnitt fast die Hälfte weniger Rente als die Männer. Danke, mein Lieber. Hast du mir wenigstens einmal was genutzt? Ja, Applaus für seinen Penis. Bitte. Drehen Sie noch mal am Rad. Oh, es ist schon mal spannend. Oh, was? Sowas. Das ist aber auch Pech. Jetzt kommt auch noch Pflege im Alter dazu. Die Kosten für einen Heimplatz liegen im Schnitt bei 3000 Euro im Monat. Ja, die Pfaffel überlegt die Pflegesicherung nur einen Teil. Der durchschnittliche Eigenanteil
liegt bei über 1.800 Euro monatlich. Ja, aber dann ist ja meine Rente doch komplett weg und es fehlt sogar noch was. Wissen Sie was? Genau! Aber das kann doch gar nicht sein, dass man mit einem Durchschnittseinkommen nicht mal eine auskömmliche Rente bekommt. Dann würden ja Millionen von Rentnern Altersarmut drohen. Nein, nein, drohen. Die gibt es bereits. Ja, jeder fünfte Rentner ist bereits armutsgefährdet. Warum haben Sie Dummerchen auch nicht privat vorgesorgt? Na, ja, wie denn? Wenn am Monatsende kein Geld übrig ist, wie soll ich da was beiseite legen? Ich dachte, die Jungen zahlen für mich im Alter. Ach, Sie sind so süß. Das Prinzip der Solidarität ist doch längst überholt. Auch bei der Rente gilt, jeder sorgt für sich. Dann ist für alle gesagt, das ist ein riesiger Erfolg. Verzeihung, ein Riesenerfolg. Aber. Und damit steht unser heutiger Gewinner fest. Die Versicherungsindustrie. Applaus für unseren Versicherungsvertreter, Herrn Schröder. Ja, der Teufelskerl hat sicher kein Rentenproblem im Alter. Das war Wer wird Pensionär? Beim nächsten Mal heißt es dann, wer wird Aktionär? Mit Aktien raus aus Hartz IV. Und das war auch Mann Sieber. Ja, tschüss zusammen. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder, wenn's heißt, nein, doch, oh!